Frau Balci, was sagen Sie? Ich denke, wenn man eine gescheite Ursachenforschung machen möchte, muss man immer klar analysieren. Und da kann man dann auch den Hintergrund nicht einfach so weglassen. Und ich sehe das genauso wie Sie, dass diese Kinder in Deutschland größtenteils in irgendeiner Form entweder in ihrer eigenen Community oder auch auf der Straße sozialisiert wurden. Und deshalb empfinde ich auch diese ganzen Kinder als Teil dieser deutschen Gesellschaft. Ja? Also das ist, steht für mich außer Frage. Aber der Hintergrund ist unglaublich wichtig. Der ist auch wichtig bei diesen russischen Jugendlichen, von denen Sie sprechen. Weil man sich natürlich fragen muss, woher kommt zum Beispiel eine enorme Gewaltbereitschaft bei einem 13-Jährigen oder 14-Jährigen? Woher kommt zum Beispiel eine Respektlosigkeit gegenüber Frauen? Und da muss man ganz klar gucken, was hat dieses Kind vermittelt bekommen? Was wurden da für Werte vermittelt? Und das kann dann immer ganz unterschiedlich sein. Das bedeutet nicht, dass alle türkisch-arabischstämmigen Menschen jetzt ihre Kinder schlecht erziehen. Ja? Das bedeutet aber schon, dass es vielleicht dort auch patriarchalische Strukturen gibt, die einen Menschen in eine andere Richtung lenken. Was ich total vermisse in dieser gesamten Diskussion, auch in dem Film, der vorhin lief, und in vielen Filmen zu diesem Thema, ist die gesamte häusliche Gewalt. Die wird einfach mal ausgespart ganz oft. Ja? Was erfahren diese? Was hat es damit auf sich und wie wichtig ist das? Also leider gibt es dazu bis heute auch keine guten Studien in Deutschland. Was man aber weiß ist, wenn man sich die Herkunftsländer der Menschen anguckt, dass es zum Beispiel, dass Gewalt in der Erziehung, ja, sage ich jetzt mal einfach, spielt in der Türkei eine ganz enorme Rolle, weil einfach Kinder bis heute nicht das Recht darauf haben, gewaltfrei erzogen zu werden. Ja? Und selbst in Schulen im Osten des Landes wird teilweise noch geprügelt. Das ist jetzt auch gerade mal ein paar Jahre her, dass das da verboten wurde insgesamt. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Ja? Stellen Sie sich mal vor, jemand kommt aus so einer Kultur, wo das völlig selbstverständlich ist, dass man seine Kinder auch mal wieder mit einer Ohrfeige zurechtweist. Ja? Was nicht bedeutet, dass es keine deutschen Familien gibt, die Gewalt anwenden. Aber Gewalt wird in der deutschen Gesellschaft anders thematisiert. Ist teilweise auch, je nachdem, in welchem Milieu man sich bewegt, geächtet. Ja? Wenn ich aber in jetzt komme ich wieder zum Rollbergviertel, es gibt verschiedene andere auch Regionen in Deutschland, wo es eine Ballung von Menschen mit muslimischen Wurzeln oder Migrationshintergrund aus der Türkei, arabischen Ländern oder aus Russland ist, komme, dann wird dort auch eine andere Gewalt gelebt, auch zu Hause. Ja? Und das ist auch ein Thema, das ist eines der wichtigsten Themen eigentlich überhaupt. Das ist nämlich genau das, was die Menschen am Ende zu Tätern werden lässt. Das ist nämlich genau das, was diese Kinder von klein auf erfahren. Ja? Das fängt mit einer Ohrfeige an und geht bis zu brutalster Gewalt. Und das war auch einer der Gründe für mich, weshalb ich nicht mehr in dem Viertel arbeiten wollte, weil es war Alltag. Es war normal für diese Jugendlichen war es normal, dass man nicht körperlich unversehrt ins Leben geht. Das ist kein Thema. Und Sie hatten sich irgendwann in dem Moment erwischt, wo gegen eine Ihrer Kolleginnen, glaube ich, Gewalt ausgeübt wurde, dass Sie selber zur Gewalt griffen. Und so wollten Sie dann nicht werden. Und da zeigt sich dann offensichtlich, dass Gewalt immer weiter Gewalt produziert. Genau, das fängt ganz klein an bei den Kleinsten. Und das kann man, wenn man über Jahre hinweg in dem Bereich arbeitet, beobachten, dass es konstant bleibt in Ihrem Leben. Dass es normal ist, dass Sie irgendwann Ihre Kinder genauso erziehen. Dieser Jecher.